Hallo zu Inside Politics, mein Name ist Claudio Schiesel und ihr seht gerade die Folge 56 unserer Berichterstattung zur Nationalratswahl, diesmal mit den Grünen, Dr. Jakob Schwarz. Er hat uns eingeladen bei sich aufs Grüne Haus in Graz und wir haben die Einladung angenommen und interviewen ihn heute zu den Themen, die eben die Grünen bewegen und die die Grünen eigentlich jetzt in diesem Wahlkampf forcieren. Und die erste Frage ist eine ganz einfache. Wer ist Jakob Schwarz? Das war auch eine schwierige Frage. Also ich bin ein ehemaliger Klimaforscher, habe 10 Jahre lang am Wegener Center für Klima und globalen Wandel gearbeitet, komme ursprünglich aus der Oststeiermark, aus Innerkirchen, bin im Wald aufgewachsen, in Wahrheit habe ich irgendwie, meine Kindheit im Wald verbracht und bin dadurch sehr naturverbunden irgendwie aufgewachsen. Habe in Weiz die HTL besucht und bin dann während der Studienzeit auf das Klimathema gestoßen und drauf gekommen, dass da irgendwie sozusagen von unter den Umweltthemen das eines ist, das wirklich brennt, und habe entsprechend dann mein Physikstudium in Richtung Atmosphärenphysik verlagert und bin halt sehr stark davon getrieben, sicherzustellen, dass wir den Planeten so hinterlassen, dass er nicht komplett verschrottet ist, und daran arbeite ich jetzt quasi auch politisch. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt, muss man auch an der Stelle sagen. Das heißt, Sie haben vor allem eines, nämlich ein naturwissenschaftliches Studium belegt. Ich habe auch in Ihrer Biografie entnommen, dass Sie zudem auch noch Betriebswirtschaft, zumindest Volkswirtschaft, genau, oder Volkswirtschaft, im Bereich Bachelorabschluss gemacht haben, nicht nur in Graz, sondern auch in Bologna. Und ich habe auch gesehen, dass Sie Ihren Magister auch in den USA, also in Physik auch in den USA unter anderem absolviert haben. Wie wichtig ist da dieser internationale Austausch im Studium? Also ich glaube, im Studium ist es schon wichtig, einerseits deshalb, weil man sonst zu stark von einzelnen Professorinnen und Professoren abhängt. Da ist mir aufgefallen, dass das schon viel neue Einblicke bringt. Dann natürlich abhängig vom Staat, zum Beispiel in den USA sind einfach die Lehrbücher wesentlich besser. Man kann relativ schnell irgendwelche Themen aufgreifen. Auch spannend politisch zu sehen, wie das Hochschulsystem ganz anders funktioniert und sich einige Pros und Cons quasi daraus abzuleiten. Und natürlich für mich selbst hat es die Möglichkeit gegeben, einfach unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, Zugangsweisen zu sehen, stärker Europa selbst zu verstehen. Also ich bin oft gefragt worden, irgendwie, ob ich jetzt quasi über den Tellerrand hinausschauen kann, nachdem ich viel Zeit im Ausland verbracht habe. Und für mich war die große Erkenntnis in den USA, in Europa so quasi in den Teller hineinzuschauen, von außen zu können, zu sehen, was ist denn eigentlich seltsam in Europa von einer Außensicht. Und das war eigentlich eine sehr spannende Erkenntnis und ja, ist auch was, was ich eben irgendwie nahelege, einmal zumindest 3 Monate oder so im Ausland zu leben. Und wie wird man da in den USA auch eigentlich beäugt, als Alien, Resident Alien eigentlich? Also ich habe, es ist eh bekannt, in den USA ist typischerweise der Zugang zu Leuten, die von auswärts kommen. Hat sich jetzt vielleicht auch wieder geändert, aber damals auf alle Fälle sehr offen. Also jeder will wissen, wo man herkommt und so weiter. Der ausländische Akzent, der ruft die Leute quasi auf den Plan, alle umringen sind und will wissen, was an quasi in die USA getrieben hat und wie Dinge laufen in Europa und so weiter. Habe ich eigentlich sehr positiv empfunden. Mhm. Ich kenne das von einem Freund von mir, der hat einen YouTube-Kanal, wo er sich über Militärhistorie beschäftigt, und der hat halt auch noch ein bisschen auch diesen österreichischen Akzent oder deutschsprachigen Akzent drauf. Er sagt auch immer, dass die Amerikaner sehr darauf eigentlich achten, von wo sie sozusagen Informationen bekommen, und wenn das sozusagen jemand ist, der genau aus dem Land ist, dann achten sie das mehr, als wenn das jetzt zum Beispiel ein Amerikaner sagt oder sich dazu äußert, der auch meinetwegen schon 10, 20 Jahre dort lebt. Hätte ich also wahrgenommen, ja. Ja, ich habe schon vor Jahren einmal von einem gewissen Herrn von den Neos, ich sage jetzt den Namen nicht, gehört, dass er Sie für einen der Newcomer bei den Grünen hält. Was wusste er, was andere nicht wissen? Also meins jetzt im Sinne von, der hat schon recht früh gewusst, dass ich da irgendwann mal was machen werde bei den Grünen. Genau, also, ja. Also ich glaube, das hat damit was zu tun, dass ich bei den
jungen Grünen sehr aktiv war. Also und zwar nicht in Österreich, deshalb eher unbekannt und unter dem sozusagen Radar der Medienlandschaft, aber ich war quasi Sprecher der europäischen jungen Grünen und insofern für Politik Interessierte schon, glaube ich, ein Begriff. Also über das und insbesondere, ich weiß nicht, wer das jetzt im Speziellen war, wenn es irgendwas mit Klima zu tun hat, wird er wahrscheinlich irgendwann mal über mich gestoßen sein oder vielleicht auch mal in einer Podiumsdiskussion oder so. Das kann schon sein. Waren Sie eigentlich auch auf der ÖH aktiv, oder? Ich war auch auf der ÖH aktiv, ja. Das war noch vor der Zeit in den USA, also das ist schon sehr lange her. Ich war im Senat der Uni Graz. Okay. Da gibt es ja auch immer wieder dieses angespannte Verhältnis, oder gab es das angespannte Verhältnis junge Grüne und Grüne. Hat sich das Ihrer Meinung nach jetzt in den letzten 2 Jahren wieder entspannt? Oder? Es hat sich auf alle Fälle entspannt, ja. Ich war selbst einer der Mitgründer von diesen jungen Grünen, die sich dann abgespalten haben. Habe auch immer versucht, quasi da ein bisschen den Kitt herzustellen. Ja, also es gibt ja gewisse konfligierende Interessen von Natur aus. Junge Grüne wollen quasi in erster Linie auf Themen aufmerksam machen, Sichtbarkeit erzeugen. Und für die Grünen geht es halt eher darum, wirklich im Parlament da Änderungen herbeizuführen. Und da kommt es halt ab und zu dann auch zu, wie sagen wir, diese Verwerfungsszenen. Genau, also muss man halt schauen, wenn man das halbwegs im Griff hat. Warum ist in der Steiermark explizit keine Frau auf Platz 1 zu finden und machen es die grünen Quereinsteigern schwer anzutreten? Siehe dazu Sigrid Maurer versus Daniela Kickl. Also ich hätte auf beides gesagt, also fangen wir mal mit der Frage, der Genderfrage an. Also da ist es so, dass wir einerseits ausgeglichene Listen haben, sowohl auf der Landesliste als auch auf der Liste in Graz, und dass wir einen Überschuss, also sozusagen an Frauen haben, je nach Zusammenstellung und Wahlergebnis natürlich im gesamten Parlamentsclub, wenn wir halbwegs unsere Umfragen erhalten können. Ich finde es okay, dass ab und zu mal quasi ein Mann an der Spitze ist und dann ab und zu eine Frau. Es sollte sich halbwegs die Waage halten, würde ich sagen. Ich stelle die Frage deswegen, weil ich habe mit dem Herrn Kollegen Pekari gesprochen und ich habe gemeint, ja, wer ist denn bei euch ein Quereinsteiger, der aussichtsreiche Chancen hat, in den Nationalrat zu kommen, und dann sind wir auf Sie zu sprechen gekommen. Und wir hatten eigentlich am Anfang unserer Serie den Fokus auf Frauen geplant gehabt. Also das heißt, Sie sind jetzt die männliche Auswahl, also Ausnahme, und das ist ausgerechnet bei den Grünen mir aufgefallen. Also deswegen. Also ich glaube, da kommen 2 Dinge zusammen. Das eine ist, dass uns wichtig ist, dass wir relativ, also sozusagen ausgeglichene Listen haben. Zum anderen aber insbesondere dem Werner Kogler jetzt sehr wichtig war für diese Kandidatur, dass wir uns öffnen und sozusagen Breite zeigen und auch neue, also nicht nur neue Gesichter, sondern wirklich auch neue Erfahrungen und Skills in die Partei holen. Und da habe ich mich auch sehr angesprochen gefühlt und deshalb auch, bin ich auch aktiv auf den steirischen Vorstand zugegangen. Ja. Was mich zur nächsten Frage bringt, ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie unter anderem zur Finanzierung Ihres Studiums auch im Kosovo waren. Da waren Sie bei der KV im Einsatz, oder? Genau, ja. Also KV 13 war das, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich habe einfach ich habe immer schon mein ganzes Leben lang eigentlich sehr darauf Wert gelegt, dass ich nicht nur sozusagen in einer Bubble, in einer Blase lebe und über alle anderen lese, sondern dass ich wirklich aktiv auf die Leute zugehe und versuche quasi mich einfach mit den Realitäten auseinanderzusetzen, in denen verschiedene Teile der Gesellschaft leben. Und zwar deshalb, weil ich quasi mit meiner Erfahrung aus diesem sozusagen ländlichen Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, dann einen relativen Schock erlebt habe, als ich das erste Mal bei den jungen Grünen in Graz angedockt bin und festgestellt habe, die leben irgendwie in einer ganz anderen Welt wie meine Hauptschulkolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir gedacht, das macht wahrscheinlich schon viel aus darauf, wie wir unsere Welt, unser gemeinsames Österreich wahrnehmen und wo wir glauben, dass die Lösungen für die Zukunft liegen. Und darum habe ich schon eigentlich noch bevor jetzt das wirklich großer Thema geworden ist, also jetzt beim Bundespräsidentschaftswahlkampf vorher dann diese Spaltung im Land dann schon wirklich ein großes Thema, aber ich habe das quasi schon sehr früh eigentlich wahrgenommen und habe immer versucht, einfach auch andere sozusagen außerhalb des grünen Milieus Leute zu treffen und deren sozusagen Einblicke kennenzulernen und habe auch immer was dazugelernt und so auch im Kosovo. Was haben Sie da speziell gemacht? Ich nehme an, da waren Sie beim normalen Einsatzturnus. Genau, also ich war so ein halbes Jahr im Kosovo, davor irgendwie 2 Monate Vorbereitung oder so, inklusive Heeresführerschein.
Okay. Ja, und. Aber das heißt, Sie hatten jetzt per se, ich nehme an, die typischen Friedensschaffenden oder besser gesagt Friedenserhaltenden Operationen durchzuführen? Genau, also ich war auch jetzt direkt sozusagen an der Front. Ich habe also in der Versorgung, im Versorgungsbereich gearbeitet, viel eigentlich als Kraftfahrer. Das war also meine Haupttätigkeit. Also das heißt, Sie waren keine, sage ich mal, Demonstrationen oder... Also ich war bei einer Demonstration, beim Begräbnis, kann ich mich noch erinnern, in... Mitrovica, kann das sein, ist das... kann schon sein. Ja, also es ist jetzt im serbischen Teil vom Kosovo. Und ich war auch, kann ich mich erinnern, dass zu der Zeit ist in Wien ein UCK-Kämpfer, ehemalige UCK-Kämpfer festgenommen worden. Und da hat es explizite Drohungen gegen die österreichischen Soldaten gegeben. Und da weiß ich noch, da haben wir dann nur mit Kugelschutzwesten und zu zweit mit dem bepanzerten Fahrzeug ausfahren dürfen. Und das ist schon, es ist da nie was passiert, aber doch ein bisschen eine unangenehme Situation gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es fällt mir nur auf, in Ihrer Biografie bezeichnen Sie nämlich Ihre Funktion als UN-Soldat, aber der Kosovo ist keine UN-Einheit, sondern eine, die unter also, NATO-Mandat steht. Nein, also die Mission wird von der KFOR, also von der NATO durchgeführt, steht aber unter einem UN-Mandat. Also ich habe trotzdem beim Bundesheer heute nachgefragt. Ein bisschen nachgraben muss ich auch. Und der Herr Oberst Bauer hat eben explizit gesagt, es steht unter NATO-Kommando. Genau, es ist eine quasi von der UN gebilligte Mission. Aber genau, es gibt eine UN-Resolution. Aber per se ist es kein UNO-Einsatz. Es ist kein UNO-Einsatz, das stimmt eigentlich. Es ist kein UNO, es ist von der UNO quasi auf Basis eines UNO-Mandats ausgeführt, aber es wird von der KFOR, also steht unter KFOR, also unter NATO-Befehl. Genau, ja. Und also stand zumindest damals, ich weiß jetzt nicht, was diese... Und damit sind wir sozusagen von der persönlichen Vita auch schon bei vielen Themenfragen. Das heißt, Österreich ist ja Teil von der Partnerschaft für den Frieden. Könnten Sie sich vorstellen, dass man die Neutralität abschafft und der NATO beitritt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Gut, dann zum Thema Klimawandel. Was sind da für Sie persönlich die 5 wichtigsten Punkte, die jetzt umgesetzt werden müssen? Also, wenn ich verspreche, Antwort auf die Frage, hätte gerne einen Punkt vorne untergebracht und das wäre fast einer von diesen 5 Punkten. Das ist, es muss immer sozusagen eine Gesamtumsteuerung sein. Wir haben in etwa 20, 25 Jahre, um klimaneutral zu werden. Das erfordert quasi große Anstrengungen und deshalb, egal welche 5 Punkte ich jetzt nenne, die werden nie genug sein, sondern es muss quasi wirklich in einem großen Paket, da gibt es Vorschläge von 50 bis 100 Maßnahmen, die man treffen muss. Aber ein zentrales Element ist sicher, dass man quasi eine, was wir ökosoziale Umsteuerung nennen, also beginnt Dinge, die die Umwelt belasten, eher teurer zu machen und dafür andere Dinge, die gut sind für die Umwelt, man denke jetzt an regionale, an Bioprodukte, an ähnliches, öffentlichen Verkehr, günstiger zu machen. Das ist ein ganz großer Punkt und da würde ich quasi, um jetzt ein bisschen ins Detail zu gehen, einerseits mal mit den Subventionen anfangen, die quasi aktuell noch marktverzehrend wirken in die falsche Richtung, also die fossile Energie und so weiter unterstützen. Das gibt es quasi 3,5 Milliarden in etwa an solchen Förderungen, die wir abdrehen könnten und dann das Geld verwenden, um zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen oder die Tickets zu vergünstigen, um unsere Mobilitätsgarantie auch durchzusetzen. Ich habe von Thomas Weitz vor nicht allzu langer Zeit eine Pressekonferenz Zusammenfassung von einem Kollegen bekommen. Da ging es vor allem um die Thematik der Tiertransporte und auch generell der Frage der Waren- und Nahrungsmitteltransporte aus anderen Kontinenten. Also siehe dazu zum Beispiel jetzt gerade die Debatte über das Freihandelsabkommen mit Südamerika oder auch mit den USA, das angeblich beste Rindfleisch der Welt. Und Thomas Weitz hat aber gesagt, dass er generell auch innereuropäisch eigentlich diesen langen Tiertransport abdrehen möchte. Alternativen dazu gibt es relativ wenige, die von den Grünen vorgeschlagen werden. Ist das so eine Art Bionationalismus? Also ich glaube, dass man das nicht, also aus meiner Sicht zumindest, hat das weniger mit den nationalstaatlichen Grenzen zu tun als mit der Distanz. Das ist schon ein entscheidender Faktor. Ich glaube, dass mit einer sozusagen ökosozialen Steuerreform und einer Kostenwahrheit ohnehin diese Transporte weniger
interessant werden würden, rein marktwirtschaftlich. Mhm. Das heißt, das wäre mal das allererste, was wir tun müssen. Das würde ja zu meinem ersten Punkt jetzt in der gesamten Klimapolitiksfrage dazu passen. Und dann ist in der Folge sicher noch zu überlegen, ob man nicht noch weitergeht und sagt, okay, man braucht gewisse Standards, um das Tierwohl zu sichern. Und das wird alles dazu führen, dass halt regionale Produkte grundsätzlich billiger werden und das Tierleid, das dann aus meiner Sicht vollkommen unnötig ist, auch gelindert werden könnte. Ich verstehe. Jetzt ist es so, die Grünen haben schon im EU-Wahlkampf damit angefangen, dass sie quasi die Statements anderer auf die Plakate nehmen, wie zum Beispiel, wer braucht schon Frieden von den NEOS, oder dass sie in den Kontext setzen. Also sprich, die NEOS sind für die europäische Armee, die Grünen sind, was das anbelangt, noch, ich sage mal, skeptisch. Ist es sinnvoll, hier sozusagen, eben, man sieht das glaube ich auch im Hintergrund, eben mit Kontraargumenten für sich selber zu argumentieren? Also ich glaube, dass wir, ist das Plakat, das ist Suchet mit dem, ist fast das Einzige, glaube ich, das wir haben. Wir versuchen grundsätzlich schon einen Wahlkampf zu führen, der in erster Linie, das glaube ich bisher in dem Ibiza Interview, zum Beispiel, gerade dieses Johann Gordenus Bild quasi, ist, soweit ich das mitgekriegt habe, das Einzige, das wir wirklich verwenden. Ich glaube, dass wir und oder zumindest für mich sprechend und auch soweit ich die Kampagne jetzt mitverfolge, sehr stark auf unsere Ideen und auf unsere Konzepte setzen. Also es ist wirklich in den wenigsten Fällen dort, was quasi inhaltlich sehr nahe liegt, nämlich wenn man auf Parteifinanzierung und Transparenz und solche Dinge schaut, muss man natürlich auf die reale Politik schauen und schauen, was passiert da. Und das betrifft dann natürlich in erster Linie Parteien, die im Parlament sind, und das sind halt in dem Fall die anderen. Aber grundsätzlich, also gerade beim Klimaschutz, bei Kinderarmut und bei den anderen Themen, die wir alle, insbesondere halt auch der Transparenz, die wir spüren, glaube ich, geht es schon immer sehr stark darum, wie schaut die Zukunft aus, die wir uns wünschen, was sind unsere Maßnahmen, die wir setzen würden, und die anderen sprechen für sich, hätte ich einmal gesagt. Das ist schon richtig. Thematisch konzentrieren Sie sich zum Teil auch auf regionalpolitische Fragen oder sagen wir es mal so, regionalen Verkehr, habe ich letztens gesehen. Das heißt, es geht darum, dass die S31, das ist eine Schnellbahn, Verbindung in der Steiermark, ob das jetzt wirklich als Schnellbahn zu werten ist, sei mal dahingestellt, was eigentlich eine Kleinbahn ist, aber oder nicht Normalspur, und die verbindet halt, glaube ich, wenn mir jetzt nicht irre, Feldbach mit Gleichenberg. Und genau. Hier geht es darum, dass die Verbindungen eigentlich noch mal reduziert werden sollen. Jetzt war das für mich als Kind immer ein bisschen ein Vergnügen. Wir sind in Raber am damaligen Bahnhof Messendorf immer eingestiegen und dann rübergefahren nach Gleichenberg. Durchgefahren, oder? Nein, nicht durchgefahren, wir sind mit Feldbach umgestiegen und dann runtergefahren. Das waren sicherlich so 1,5 bis 2 Stunden quer durchs Gemüse und durch die Felder, und dann waren wir dann halt am Tag dort schwimmen. Mhm. Das war vor allem im Parkbad. Im Parkbad, genau, ja. Das sind auch die Geschichten, die natürlich logischerweise einem Erwachsenen, wenn es um die Kindheit geht, auch wieder einfallen. Nur jetzt ganz ehrlich, 2 Stunden öffentlich irgendwo hin zu brauchen in einer unmittelbaren Umgebung. Ich meine, Gleichenberg ist ca. 60 Kilometer von Graz entfernt. Das kann es doch nicht sein, oder? 100% bei Ihnen. Also in dem Fall ist es sogar so, ich habe mich dann einmal extra informiert, die Beschleunigung der Strecke, weil da gibt es dann oft die Themen, wenn man es wirklich jetzt, weiß nicht, auf 150 km/h erhöhen wird, dann hat man irgendwelche wahnsinnigen Tunnel, die man bauen muss und andere ökologische Bedenken, aber gerade auf dieser Strecke ist eine Beschleunigung jetzt auch ökologisch vollkommen unbedenklich. Das kann man relativ leicht machen. Natürlich kostet es Geld, aber wir stecken ja relativ viel Geld in andere Bereiche. Also da würde ich sagen, das muss eben, damit die Leute eine realistische Möglichkeit haben, umzusteigen und nicht immer die Deppen sind, wenn sie umsteigen vom Auto auf die Öffis, muss das natürlich schneller gehen. Es muss irgendwie in einem Verhältnis stehen zu dem, wie schnell man mit dem Auto unterwegs ist. Meine Großmutter ist jetzt vor kurzem 90 geworden. Also für mich ist es natürlich angenehmer, wenn ich mit ihr irgendwo sozusagen im Auto hinfahre. Ich selber habe jetzt relativ viel nach Karlsdorf runtergependelt und hätte in der Früh nicht einmal eine Verbindung gehabt von Raber zum Hauptbahnhof, und dann vom Hauptbahnhof nach Karlsdorf gibt es zwar in der Früh Verbindungen entsprechend, aber da ich schon früher zum Arbeiten angefangen habe und ich
quasi zwischen 5 und 5.30 Uhr mal da oft mal zu tun hatte, schon beruflich, war das eigentlich nur mit dem Auto zu bewältigen. Mhm. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und das kann auch nicht sein, dass ich vom Grazer Flughafen eine Dreiviertelstunde zu mir nach Hause brauche, vice versa, aber nur dann, wenn die Züge gehen, und mit dem Auto 7 Minuten. Also ich glaube, gerade im Grazer Feld gibt es das Problem, dass man halt quasi eine Hauptachse hat, auf der es nicht so schlechte, zumindest bis Wildon, irgendwie so keine schlechten Verbindungen gibt. Und links und rechts wird es dann gleich mal ein bisschen arm. Und insbesondere quasi diese Querverbindungen, die genau, sind herausbaufähig. Genau, die Kreisverbindungen. Genau. Und also ich bin jetzt nicht der Experte dafür, ja, für Trassenführung, wie man die macht und so weiter, aber klar ist, dass man da auf alle Fälle mehr Kapazitäten braucht und Takt verdichten muss und möglicherweise neue Linien. Also wahrscheinlich braucht es ein Gesamtkonzept für den Raum Graz, der einfach diesen südlichen Bereich dann noch verdichtet und die Möglichkeiten dort, ist auch die Dichte groß genug, dass man wirklich sagen kann, man schafft noch mehr Öffi-Angebot. Manchmal wird es dann wirklich teuer, wenn man jetzt in ganz entlegene Gebiete viel Öffis hinschickt. Aber gerade da, glaube ich, ist es auch wirtschaftlich sinnvoll. Ja, das finde ich ja insofern interessant, weil zum Beispiel gerade Korn ist es, weil gerade Wein- und Judendorfstraße Engel, also heißt jetzt auch nicht mehr so, aber so heißen halt nur die Bahnhöfe. Diese Gemeinden liegen an der Haupttransitachse zwischen Süden und Norden. Mhm. Und Raber zum Beispiel liegt wiederum an dieser Seitenachse Ostbahn. Ost, ja. Mhm. Ja, genau. Oder Guckerusbahn, wie man landläufig sagt. Landläufig sagt, genau. Egal ob im Burgenland oder in der Oststeiermark. Aber man sieht einfach, dass hier auch bundespolitisch zu wenig gemacht wird. Also in Gradkorn geht der letzte Bus um 17 Uhr, glaube ich, nach Graz am Samstag. Und das heißt, am Sonntag fährt er überhaupt nichts. Und wenn, dann muss man in die Nebengemeinde fahren, um dort eben dann mit dem Zug in die Stadt zu kommen. Wir sind da besser verbunden. Und wenn ich da jetzt nur an Weiz denke, bei denen ist um 13 Uhr am Samstag Schichtende. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Aufwuchspotenzial auch um, oder? Genau. Und das also in den Bereichen, die Sie jetzt da aufgeführt haben, braucht man ja nicht einmal neue Schienenlänge. Da geht es ja wirklich nur darum, zu schauen, dass es am Abend noch eine Verbindung gibt. Also mir fällt das oft auf, ich habe in Wien dann spät abends noch irgendwelche Termine. Ich muss dann mit dem Flixbus heimfahren, weil die ÖBB einfach fertig ist um was nicht, wann es war, 8:30 oder wann es ist. Um neun. Um neun fährt der letzte Zug nach Graz. Genau, und ja, also ich glaube, da kann man auch eine Verbindung, geht sich dann schon aus. Natürlich verstehe ich jetzt sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht, das ist immer dieser Zwiespalt zwischen wann baut man Kapazität aus, wenn es noch wenige Nachfrage danach gibt, aber typischerweise sagt auch das Beispiel Vorarlberg, wo man diese Mobilitätsgarantie schon ein bisschen realisiert hat, dass die sozusagen das Angebot geschaffen ist an Kapazitäten und an Takten und so weiter, dass dann die Nachfrage entsprechend mitwächst, mit einer gewissen Verzögerung, aber durchaus ausreichend, um das dann wirtschaftlich zu rechtfertigen. Ich habe das zum Beispiel gehört von einem Kollegen, der hat auf der HTBLA Weiz, also genauso wie Sie, ist der dort in die Schule gegangen und auch dort, hat dort dann im weiteren vorgewerbenden Studium als Tutor gearbeitet und der hat zu mir gesagt, sie mussten die Stundenpläne nach den Busfahrtplänen orientieren und quasi richten. Das kann es ja eigentlich auch so nicht ganz sein. Ja, also sollte wahrscheinlich eher umgekehrt sein, aber trotzdem, also das finde ich schon mal nicht schlecht, also dass man sich überlegt, wie passen die zwei Dinge zusammen. Nicht? Wenn jemand, sagen wir auch für Unternehmen, die wirklich große Zulieferer sind zum öffentlichen Verkehr, was das Personal, also was Leute betrifft, könnte man sich schon überlegen, ob man das nicht abspricht, auch mit der ÖBB. Ja. Finde ich gar keine schlechte Idee an und für sich. Da müsste man sich noch überlegen, was die Richtung ist. Ich habe das zum Beispiel jetzt erst letzte Woche, weil doch sehr oft über die Verbindung Graz, also über die Ostverbindung nach Graz reinfahre und jede Stunde Zug reingeht, habe ich das jetzt erst letztens gesehen, da gibt es 2 Minuten, nachdem der Zug eingefahren ist, am Ostbahnhof eine Straßenbahnverbindung, die da zum Murpark fahren würde. Mhm. Das sind aber 2 Minuten, wo man einmal laufen runter muss, und dann wieder rauf muss. Ein älterer Mensch, der gebrechlich ist oder schon mit Krücken geht, kann das gar nicht schaffen. Da gibt es einfach zu wenig, sage ich mal, Abstimmung und Bereitschaft zur Abstimmung. Mhm. Muss man dann bundespolitisch auch mehr Druck machen? Könnte sein, dass man quasi gewisse Rahmengesetze noch vorgibt, um gewisse Kooperationen quasi zu
dass man zum Beispiel sagt, Förderung gibt es nur dann, wenn... Könnte man machen, ich glaube aber gerade in diesem speziellen Fall, würde ich sagen, wäre wahrscheinlich eine Takterhöhung bei der Straßenbahn noch zielführender, weil dann hat man ohnehin jedes Mal eine. Das ist ja typischerweise der Hauptauslöser dafür, dass dann öffentlicher Verkehr wirklich genutzt wird, wenn es keine Rolle mehr spielt, wann ich wo stehe, sondern da gibt es einfach immer entsprechende Verbindung. Also das, glaube ich, wird wahrscheinlich die zielführendste Variante da sein. Aber quasi über die verschiedenen Verkehrsverbünde hinaus, da hat man dann quasi über die Bundesländergrenzen auch ähnliche Probleme, dass man sich überlegt, wie man diese Kooperation vielleicht noch beanreizen könnte. Wäre ich durchaus dafür, sich das anzuschauen. Genau, und was Sie Felix Books erwähnt haben zum Beispiel, da gibt es auch immer wieder an den Feiertagen Probleme am Moorpark. Mittlerweile gibt es da ein Lokal, was auch an die Feiertage offen hat. Aber vorher hat es da überhaupt nichts gegeben, bis vor einem Jahr eigentlich. Und das merkt man einfach, hier wachsen von sich aus, sage ich mal, neue Verkehrsknotenpunkte, aber die sind dann aufeinander wenig abgestimmt. Genau, ja. Also das, glaube ich, sollte auch Ziel sein, also da kommt man dann eher schon zur Raumordnung nicht. Wenn ich solche neuen, also wenn ich so ein Einkaufszentrum plane und freigebe, dann muss nur eigentlich der gesamte öffentliche Anschluss irgendwie schon ausreichend mitgeplant sein. Und wenn ich dann insbesondere auch private Anbieter dafür gewinnen möchte, dass sie das nutzen als einen Dreh- und Angelpunkt, dann sollte das natürlich auch in Abstimmung mit bereits öffentlich vorhandenen Angeboten sein. Wobei also, das jetzt zum Beispiel besser ist in Seiersberg und... Was gar nichts gibt, genau. Ja, genau. Also das wenigstens innerhalb der Einflusszone von der Stadt, genau, macht das Ganze natürlich schon besser. Ja. Okay. Dann kommen wir, glaube ich, und das ist jetzt das Vernünftigste, zu den User-Fragen, und da gibt es ein paar. Inside Politics hat verschiedene Kanäle, wo man Fragen stellen kann. Unter anderem könnt ihr auch uns die Fragen an redaktion@inside-politics.at schicken. Und viele nutzen derzeit unsere Discord-Gruppe, die noch in der Beta-Phase ist. Und die erste Frage kommt von Chronozeller. Umweltschutz um jeden Preis. Wer wird denn prozentual und absolut am meisten dafür zahlen? Wofür genau? Also zum Beispiel, ich glaube, der Kontext diesbezüglich ist definitiv die CO2-Steuer. Also wir haben ja, unser Modell ist ja keine reine CO2-Bepreisung, sondern da geht es eher darum, dass man verschiedene Aspekte teurer macht und verschiedene andere Aspekte günstiger. Im speziellen Fall bei unserer ökosozialen Steuerreform ist es so vorgesehen, dass wir diesen Ökobonus haben, der quasi erhöhte Kosten für CO2-Ausstoß zum Beispiel kompensieren soll. Und da ist es typischerweise so, dass der Energieverbrauch und die CO2-Erzeugung von Leuten mit höherem Einkommen typischerweise höher ist. Die fliegen einfach mehr, haben größere Autos, sind mobiler und haben größere Häuser und so weiter und so fort. Dadurch steigt einfach der Energieverbrauch, dass die typischerweise härter getroffen werden von so einer CO2-Steuer. Und der Ökobonus, der dann ausbezahlt wird, also die direkte Umverteilung, ist aber quasi eine Pro-Kopf-Quote. Jeder kriegt das Gleiche und entsprechend typischerweise wird dieses Modell von eher Leuten mit höherem Einkommen finanziert, wenn man sozusagen noch Einkommen anschaut. Also das heißt, Sie wollen, und da ist die Folgefrage, verhindern, also dass zum Beispiel Normalbürger die große Zeche zahlen und das obere Prozent der Großkonzerne sich da verdrücken kann. Also das ist mit diesem Modell, würde ich sagen, auf alle Fälle garantiert. Mhm. Da gibt es natürlich dann auch andere Überlegungen bezüglich der Industrie selbst, nicht? Also was da an Maßnahmen geben könnte. Aber was glaube ich, sozusagen eine der Maßnahmen ist, die zusätzlich insbesondere Leuten, die in Arbeitsprozessen stehen, noch helfen wird, ist, dass wir auch die Lohnnebenkosten senken möchten mit dem Modell. Also ein Teil geht sozusagen in den Ökobonus, ein Teil in die Lohnnebenkosten. Und das führt dazu, dass quasi für Unternehmen es auch leichter wird, Leute einzustellen, was hoffentlich dazu beiträgt, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber irgendwie hört sich das doch ein bisschen nach Umverteilung an. Also es ist natürlich eine Umverteilung von Leuten, die sozusagen, oder Verhalten, würde ich sagen, und ja, Produkten, die eher schlecht sind für unsere Umwelt,
hin zu Produkten, die eher gut sind für unsere Umwelt. Das ist die Idee dabei. Also es ist reine Marktwirtschaft, man versucht Kostenwahrheit herzustellen. Was bis jetzt sozusagen Kosten sind, die die Gesamtgesellschaft tragt, wird dann in das Produkt, in die Dienstleistung eingepreist und entsprechend wird die dann quasi, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Produkt, das aus der Region kommt und biologisch hergestellt ist und so weiter, das wäre dann wettbewerbsfähiger als ein Produkt, das irgendwie billigst aus Brasilien importiert wird. Also mit anderen Worten eben nicht die Banane importieren, sondern den Apfel forcieren und gleichzeitig aber auch verhindern, dass der Apfel irgendwo anders exportiert wird. Also zumindest gibt es sozusagen Anreiz, nichts von dem verhindert irgendwas, nicht? Aber sozusagen es wird einfach aus marktwirtschaftlicher Sicht interessanter, den regionalen Apfel zu kaufen, als die Banane zu importieren. Okay. Umgekehrt bei den Russland-Sanktionen gab es ja auch da immer wieder mal Probleme und zuletzt auch dann sogar Schwierigkeiten, dann über Serbien steirische Äpfel nach Russland zu exportieren. Aber ob das wirklich so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ist eine, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns oft auch in gewisse Abhängigkeiten begeben, weil wir relativ viel fossile Energie aus Russland importieren. Und in die Richtung würden wir auch mehr Unabhängigkeit schaffen, was, glaube ich, auch quasi den wirtschaftlichen Druck ein bisschen reduzieren würde. So, Kronozella, ich glaube, das beantwortet deine Frage, weil er hat nämlich extra noch dazu geschrieben, wir müssen alle unseren Beitrag leisten, ist keine ausreichende Antwort. So, Alfons Honkler fragt, warum heißt er schwarz, wenn er bei den Grünen ist? Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich habe schon mal versucht, draufzukommen, woher schwarzes T-Shirt, woher dieser Name kommt. Es gibt schon also in der Familiengeschichte auch schwarze Bürgermeister und so, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt, ob irgendwie in der Vergangenheit Leute Rauchfangherer waren oder sonst was. Aber meine grüne Zugehörigkeit hat sich schon sehr früh ausgebildet, als Kind eigentlich, durch meine Erfahrung in der Natur. Ja, ist auch eine Möglichkeit, zu diesen Themen zu kommen. Das heißt, Sie waren auch ein bisschen von Heimburg und so weiter mitgeprägt, obwohl Sie 85er Jahre sind. Also das habe ich nur mal indirekt mitgekriegt, dann im späteren Verlauf, aber selbst ich habe halt da, was nicht, Baumhäuser gebaut und so, und da waren halt irgendwie die entsorgten Kühlschränke, die da im lokalen Bach gelegen sind, und haben irgendwie gedacht, das zerstört irgendwie so mein Gefühl davon, wie der Wald ausschauen sollte, war sehr subjektiv und hat aber quasi ein bisschen ein Problembewusstsein irgendwie in mir geweckt, hätte ich gesagt. Verstehe. Kann er aber echt beantworten, wie haben Sie vor, dass die großen Industrien dazu gebracht werden, weniger CO2 auszustoßen? Nochmal von Alfons Honkler. Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Ich würde sagen, das eine ist einmal der ETS, also der europäische Emissionshandel, unter dem die meisten von diesen Industriebetrieben liegen. Da wäre aus meiner Sicht wichtig, dass wir versuchen, einen Mindestpreis an der Börse zu erreichen, weil aktuell das so ist, dass die Preise teilweise so niedrig sind, dass es keinen Anreiz gibt, was zu ändern. Das alleine bringt aber bei den Industrien noch nicht sozusagen ausreichend was. Was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir langfristige Zielvorgaben als Politik haben, also einen klaren Plan, wie die Zukunft ausschauen wird, dann haben Unternehmen Investitions- und Planungssicherheit und dann können sie auch umstellen in Richtung Erneuerbare oder die Prozesse, oft sind es ja Prozessemissionen, die da die Probleme verursachen, also auch die Investitionen tätigen, um einen gewissen Prozess durch eine neue Technologie zu ersetzen, die CO2-neutral ist zum Beispiel. Das Dritte ist wahrscheinlich, in manchen Bereichen wird es auch eine gewisse staatliche Unterstützung, Förderung, Forschung oder was brauchen, um wirklich aus diesem aus ganz schwierigen sozusagen Fällen rauszukommen. Verstehe. So, dann fragt er noch, und wie genau soll lokale österreichische Politik da etwas verändern, weil selbst wenn CO2 ganz auf Null reduziert wird und der Ausstoß eben auf Null reduziert wird, macht das weltweit nur 0,2% aus. Also das Argument war, glaube ich, sehr stark in der Zeit der Verhandlungen rund um das Kyoto-Protokoll. Seit es den Pariser Klimavertrag gibt, ist die Frage nicht mehr so spannend, weil ja jeder Staat in der Welt seine Ziele gekriegt hat.
Und alle kämpfen sich damit ab, wie auch Österreich. Manche sind halt erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. In der EU ist Österreich eines der Schlusslichter. Ich würde sagen, bevor wir anfangen quasi, also man könnte jetzt sich überlegen, was nicht jetzt die USA mittlerweile sind halt eher bei den sozusagen Verhinderern dabei, hat was mit ihrer aktuellen Politik zu tun. Aber ich würde mir jetzt nicht quasi die Dreckschleudern raussuchen und die dann als großes Vorbild nehmen, sondern ich würde schauen, dass wir versuchen, bei dieser Veränderung, bei dieser Transformation, die kommen wird, einfach weil sie Physik vorgibt, dass wir da, das kommt selten vor in der Wirtschaft, dass man weiß, was die Zukunft bringt. Das heißt, da vorne dabei zu sein, ist auf alle Fälle ein wirtschaftlicher Vorteil für Österreich und da sollte man quasi auch nicht irgendwie Innovationen verschlafen, weil sonst müssen wir dann irgendwann anfangen, chinesische Produkte zu kopieren und die chinesische Technologien, und in die Situation möchte ich nicht kommen, sondern es sollte schon so sein, dass wir quasi da vorne dabei sind. Ja, außerdem, die Physik lässt sich leider nicht gesetzlich regeln. Ja, genau, leider. Kann man nicht abstimmen über die Gesetze. Leider. Das wäre mal ein Thema. Wie wäre es hier sozusagen auch die CO2-Steuer europaweit einzuführen und sollte die EU zum Beispiel Strafzölle auf solche Produkte einsetzen? Da wird es kompliziert. Ich würde sagen, zum ersten Thema ein klares Ja. Es sollte auf alle Fälle europäisch gemacht werden. Nur geht das nicht, weil Steuerfragen bei den Mitgliedstaaten sind, weil ein Einstimmigkeitskriterium vorliegt. Das heißt, es müssten die Polen, die üblicherweise diese Sachen blockieren, über mitstimmen, und das wird es jetzt in den nächsten 10 Jahren, hätte ich mal gesagt, nicht geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann etwas jetzt mal haufenweise nationalstaatliche Lösungen gibt und dass man die dann ersetzt durch europäische Regelungen, sobald sich das ändert, aber das ist Zukunftsmusik. Also es gibt ja zum Beispiel so Regelungen in der Europäischen Union, wenn zum Beispiel jemand Werbeeinnahmen hat aus einem anderen Land, dann kann er wiederum von diesem Land besteuert werden. Solche Regelungen gibt es schon, sind auch gerade in der Umsetzung. Aber das trifft, also gerade bei diesen CO2-Besteuerungen, also gibt es da keine europäischen Möglichkeiten momentan. Also darum gibt es ja auch diesen europäischen Emissionshandel, der ist nämlich nicht dem Einstimmigkeitsprinzip unterworfen und darum ist der quasi die Lösung damals gewesen. Zum anderen Thema wollte ich noch was sagen zu diesen Importzöllen. Ich glaube auch, dass das eine Lösung sein kann. Nur muss das ja wieder mit, damit das quasi wettbewerbskonform sein kann, mit CO2-Steuern auch im Inneren zusammengehen. Also jetzt nicht so, wie es vorgeschlagen wird von der ÖVP, wenn man quasi nur den Import bezahlt, aber sozusagen nur ausländische Produkte bestraft, dann geht das natürlich nicht so. Aber wenn man, ich kann mir vorstellen, dass ein Modell möglich ist, das ist auch sozusagen im Detail sehr kompliziert, das so auszuformulieren, dass es auch WTO-konform und so weiter ist. Aber ich denke mir, dass da, also ich würde mich da auf alle Fälle reinsetzen, Richtung Europa, dass wir sowas hinkriegen. Gut, und das heißt, Sie würden das sozusagen auf nationaler Ebene mal forcieren und dann eben in den europäischen Diskurs gehen. Genau. Und in der Zwischenzeit ist es eh so, auch im ETS sind ja die Industrien, die wirklich, wie heißen die, Energy Intensive und Trade Exposed, also wirklich diese Unternehmen, die sehr viel von ihrem Geschäft im Ausland machen, wo der Markt sehr global ist und die sehr viel Energie brauchen, dass die teilweise aus dem ETS ausgenommen sind. Das heißt, die haben dadurch weniger Wettbewerbsschwierigkeiten. Gut, und die letzte Frage von Alfons Hunkler wurde schon eben in der Frage von Conocella beantwortet. Da ging es nämlich nochmal um die Frage, dass halt sich Reiche freikaufen könnten. Daniel Froh, oder auch Green Maniac genannt, fragt, was halten Sie von einer Expertenregierung und sollte dieses Konzept fortgesetzt werden? Also ich bin der Meinung, man sollte möglichst viel Expertise nach Möglichkeit auch von außen in die Politik holen, auch in die Regierung. Eine reine Expertenregierung. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel in der Partei jetzt durchaus Leute haben, die sehr viel Expertise mitbringen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind, die diese Kompetenz aufweisen. Also, und der Vorteil ist halt, dass die Wählerinnen und Wähler die Leute dann explizit auf ihren Listen vorfinden, während der Expertenregierung quasi dann von irgendwo herkommt und dann sich immer die Frage stellt, ja, wie sind die jetzt sozusagen demokratisch legitimiert? Und den Vorteil hat man natürlich, wenn man versucht, die Expertise gleich in den Listen abzubilden.
angenommen im Oktober oder im November ruft sie der Werner Kogler an und fragt sie, Jakob, willst du Minister werden? Würden Sie das annehmen? Ja, das müsste ich annehmen. Also jetzt müssen wir mal in den Nationalrat kommen, wir sind noch gar nicht drinnen. Also ich würde auf alle Fälle sagen, ja, ich würde gerne Nationalrat werden, wenn wir dann tatsächlich einmal diese Diskussion führen müssten, ob wir in eine Regierungsbeteiligung kommen oder nicht, dann würde ich das mir nochmal separat anschauen. Dann habe ich noch von 1 eine Frage, das ist die letzte User-Frage. Er hat neuerdings ein Problem mit der GIS. Aha, okay. Ja. Es ist so, er hat vor etwas mehr als einem Jahr neue Wohnung bezogen und hat dann einen Brief bekommen, hat einen GIS-Prüfer getroffen, der hat ihm gesagt, ist alles in Ordnung, ihr Gerät ist nicht empfangsfähig. Dann hat er das nochmal der GIS via Telefon auch nochmal hingewiesen und jetzt hat er einen Fragebogen von ihnen bekommen, weil er nur das Radio und nicht den Fernseher angemeldet hat und der Fernseher ist nicht empfangsfähig. Er hat sich dann ein bisschen erkundigt und hat dann festgestellt, dass die GIS immer wieder dann argumentiert, man möge doch bitte ein Sachgutachten von einem Fernsehtechniker nachweisen und das erbringen, weil die GIS-Prüfer technisch nicht in der Lage sind oder nicht versiert sind, das zu prüfen. So, das wäre so ungefähr, wie wenn jemand vom Umweltbundesamt sagt, das kann ich nicht beurteilen, weil bringen Sie mir da bitte eine Beurteilung, weil ich bin nicht fachkompetent. Ja, also da hat sich natürlich jetzt auch durch die ganze Digitalisierung einiges sozusagen geändert und ich glaube, sozusagen was die Bemessungsgrundlage von der GIS ist, da kann man sich schon Gedanken machen. Mhm. Ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass man an dieser öffentlich finanzierten Rundfunk festhalten sollte. Das hat es ja auch in der Schweiz Abstimmung oder so gegeben, die auch positiv ausgegangen ist. Ich glaube, dass in der Bevölkerung das grundsätzlich auch positiv gesehen wird. Die Frage, wie man dann eben im Detail das bemisst, ob jemand dazugehört oder nicht, hätte nichts dagegen, sich das mal genauer anzuschauen. Also eine Haushaltsabgabe, wie es zum Beispiel in Schweden oder Deutschland ist, dagegen werden Sie über das wieder Steuer. Genau, wäre eigentlich eine neue Steuer. Ja. Also versucht es zumindest auf die Leute zu reduzieren, dass sie es auch in Anspruch nehmen. Aber da gibt es ja dem, kann ich auch nachvollziehen, ein gewisses Problem, das zu bemessen. Da Sie ja Wirtschaft studiert haben, wie wichtig ist es Ihnen im Bereich der Besteuerung und generell der Abgaben, ein sogenanntes Verursacherprinzip einzubringen, dass man auch sich mehr darauf konzentriert, anstatt eben allgemeine Steuern zu haben? Also ich glaube, dass wenn die Steuerlast trifft, ist es ja oft so, dass es davon abhängt, wie die Märkte aufgestellt sind und wer Marktmacht hat. Das heißt, wenn ich irgendwie CO2 höher besteuere, dann ist die Frage, ob das jetzt eher, keine Ahnung, der Verkäufer oder die Verkäuferin des Produkts oder die Konsumentin oder der Konsument zahlt, in erster Linie davon abhängig, wie stark die Konkurrenz auf beiden Seiten des Marktes ist. Und entsprechend kann das auch zu einem Verursacher, zu einer Verursachersteuer werden. Also das hängt wirklich von, glaube ich, weniger davon ab, wenn man jetzt mit der Steuer, wenn man sozusagen dazu verdammt, die Steuer abzuliefern, als wie sozusagen sich die Macht am Markt ausbildet, ob das jetzt quasi eher beim Verursacher oder eher beim Konsumenten liegt. Gut, dann sind wir beim Thema Aussagen und Ereignisse. Unter anderem möchte ich anfangen mit einem Bild, was ich damals 2017 verwendet habe, nämlich die Grünen im freien Fall. Das war kurz nach der Nationalratswahl und damit das Ganze noch sehr pointiert ist, die Aufnahme ist entstanden am Heumarkt in Wien. Wie sehen Sie das? Haben sich die Grünen stabilisiert? Also ich glaube, wir haben uns nicht nur stabilisiert, sondern wir haben tatsächlich einen Prozess gehabt über ein Jahr, wo wir also Symposien veranstaltet haben, wo wir wirklich versucht haben, grün interessierte Sympathisantinnen und so weiter alle in quasi einen großen Raum zu bringen und uns einmal anzuhören, was könnten schiefgelaufen sein, worauf sollten wir uns konzentrieren und so weiter. Und das ist über ein Jahr gegangen, haben wir wirklich sehr viele Inputs, interessante und hilfreiche Inputs gekriegt, auch von der Bevölkerung. Und ich glaube, viel dazu gelernt und uns wird auch sehr stark auf die Kernthemen konzentriert. Und
und jetzt auch, glaube ich, die Erfahrung gemacht, also ich zumindest merke das, wenn ich auf der Straße bin, dass diese Kernthemen auch die Leute bewegen und ihnen wichtig sind. Und insofern, glaube ich, sind wir heute besser aufgestellt als jemals zuvor. Jetzt von den Ressourcen her natürlich nicht, weil wir dafür ehrenamtlich machen müssen. Aber jetzt vom Zusammenhalt in der Partei und von der Motivation und so, glaube ich, haben wir diesen kurzen Abschwung durchaus gut überstanden. Ich habe eine Aussage von einem Parteimitglied der Grünen, ich sage nicht wer, er hat das nur mal so off the record gemeint und ich habe das mitprotokolliert. Er hat damals gesagt, für mich war die größte Enttäuschung die Parteichefin, die zur Novomatic geht. Weil ich bin 20 Jahre für die Frau auf der Straße gelaufen, habe sie verteidigt, habe für sie argumentiert als Parteichefin und habe auch viel von ihr gehalten. Das habe ich jetzt abgekürzt und da Endsatz. Aber dass sie jetzt zur Novomatic als Nachhaltigkeitsmanagerin geht, das wäre ungefähr so, wie wenn ich zu Monsanto als Nachhaltigkeitsmanager gehen würde. Damit verrät sie alles, wofür sie und wir 20 Jahre gestanden sind. Ja, also sie hat müssen, also der Wern hat ihr nahegelegt, die Mitgliedschaft zurückzulegen, das hat sie dann auch gemacht. Mich hat es auch persönlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe zumindest für sie, dass sie dorthin gegangen ist, wirklich mit dem Ziel, quasi da was zu verändern zum Guten. Das würde ich quasi auch so einschätzen. Aber natürlich ist das nicht so, wie ich mir eine Karriere nach den Grünen wünsche. So, und jetzt sind wir bei der letzten Rubrik. Das ist ein kurzer Wordrap oder auch kurze Fragen und Sie sagen einfach in kurzen Worten, Sie können ein paar Worte verwenden, was Sie davon halten. Greta Thunberg. Mutig. Peter Pilz. Hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Ibiza. Doch erschütternd in der Klarheit, in der gewisse Überlegungen getätigt wurden. Klimasünder müssen bestraft werden? Bestraft fällt mir nicht. Also ich würde sagen, wir sollten ihren fairen Anteil dazu beitragen, dass wir das hinkriegen. Wer braucht schon Frieden? Wir alle, hoffe ich. Somit die letzte Frage. Sie haben 30 Sekunden. Warum soll man Sie wählen? Ich glaube, weil ich als Klimaforscher ganz sicher mitnehme, das ist eine Überzeugung, dass wir diese Klimakrise bewältigen können und dass wir es bewältigen müssen. Und mit mir die Garantie, dass sich jemand im Nationalrat auch dafür einkämpft, dass es tatsächlich passiert, dass es bei keinen Überschriften bleibt, sondern dass wir diese Wende hinkriegen und 2040, spätestens 2045 klimaneutral sind. Herr Schwarz, danke fürs Gespräch und viel Glück für den weiteren Wahlkampf. Danke Ihnen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!